Auf geht's zur nächsten Frage. Wie funktionieren die Aspekte im Chinesischen? Also, das Chinesische hat drei verschiedene Aspekte, beziehungsweise hat vier Aspekte für drei Umstände. Und es ist so, dass in der Regel diese Aspekte Partikeln sind, die an das Verb angeschlossen werden. Es gibt aber auch einen Aspekt, der in der Hinsicht ein bisschen abweicht. Und zwar ist es jetzt bei den drei Aspekten, von denen es für dieses vier Aspektpartikel gibt, so, dass es zwei perfektive Artikel gibt, nämlich le und guo, einen durativen und einen progressiven. So, und le und guo sind perfektiv, das heißt, das sind Aspekte der Abgeschlossenheit, und ich habe dafür Beispielsätze natürlich gemacht und habe die unterteilt in Abgeschlossenheit 1 und Abgeschlossenheit 2. Das findet man so in Lehrbüchern nicht, ich habe das aber selber gemacht. Also Abgeschlossenheit 1 ist le, und das zeigt einfach, dass eine Handlung vollendet ist. Und was die Besonderheit an Guo ist, sage ich euch, wenn wir soweit sind. Also, wir sind an dieser Stelle Abgeschlossenheit 1, le. Ta mai le sanbon shu. Er hat drei Bücher gekauft. Also der Vorgang des Kaufens von Büchern ist abgeschlossen. Aber wo zuo le fan le. Ich habe Essen gemacht oder ich habe Essen gekocht. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, wo ist der Unterschied zwischen den beiden Sätzen, und der ist eigentlich recht einfach. San ben shu ist ja das Objekt und hier ist fan das Objekt. Und es ist so, dass man den perfektiven Aspekt durch le ganz normal hinter das Verb setzt, wenn das Objekt komplex ist, das heißt also, dass es entweder gezählt wird, so wie hier, drei, Zähleinheitswort, Bücher, oder wenn es mit einem Demonstrativpronomen steht, wie zum Beispiel Jaben Shu, also er hat dieses Buch gekauft, oder falls es ein Objekt ist, das durch einen Relativsatz irgendwie näher bestimmt ist. Wenn wir jetzt ein einfaches Objekt haben, so wie hier, dann, ach, jetzt wird's windig, juhu. Wenn wir ein einfaches Objekt haben, dann wäre der Satz schlicht und ergreifend nicht vollständig, wenn man ihn hier beendete. Entschuldigung. Das heißt also, wenn das Objekt einfach ist, aber man danach im Satz nichts mehr hat, dann setzt man ein le. Passiert aber extrem selten, dass solche Sätze vorkommen, und das ist eigentlich wirklich nur eine Notlösung. Das ist so, damit man es dann irgendwie noch grammatikalisch tragbar machen kann, setzt man le dahinter, es ist aber eigentlich so gut wie gar nicht praktikabel. Normalerweise, wenn wir ein einfaches Objekt haben, wozuo le fan, dann geht es danach noch weiter mit einem Nebensatz, jiuqingni chi dir shenme. Also, nachdem ich Essen gemacht habe, bitte ich dich sofort oder lade ich dich sofort ein, etwas zu essen. Da geht der Satz dann nach dem einfachen Objekt weiter, und deswegen ist es dann auch in der Form korrekt. Wenn wir aber wirklich nur ein einfaches Objekt haben, dann halt als Notlösung einfach noch ein zweites le hinten an das Satzende anhängen. Wie alle Aspekte wird auch dieser Aspekt mit mayo verneint. Und wenn wir das verneinen, dann fällt das le weg. Zum Beispiel, Wang Xiansheng, mei you chi ni de bing gan. Wang Xiansheng, also Herr Wang, hat nicht deine Kekse gegessen. Mir ist gerade nichts Besseres eingefallen, aber ich denke, ne, Kekse werden dann irgendwie aufgegessen oder weggegessen, sind dann einfach weg. Das heißt, dass die Handlung des Essens ist abgeschlossen, oder hier halt, weil er es nicht war und nicht gemacht hat, nicht abgeschlossen. Also mayo wird als Verneinung vor das Prädikat des Satzes gestellt und le fällt weg. Den zweiten Aspekt der Abgeschlossenheit, Abgeschlossenheit 2,
den wir haben, ist die Abgeschlossenheit mit Guo. Und die benutzt man auch, wenn eine Handlung abgeschlossen ist natürlich und wenn das in Verbindung mit einer persönlichen Erfahrung steht. Das heißt also, das Verb, hinter dem Guo steht, bezeichnet eine Handlung, wo man selber eine persönliche Erfahrung gemacht hat. Das heißt also zum Beispiel bei dem ersten Satz hier, Wo qu guo fa guo liang zi, könnte man dann übersetzen mit Ich war schon zweimal in Frankreich. Das Prädikat des Satzes ist qu. Direkt dahinter steht das guo. Das heißt also, die Position ist dieselbe wie beim le. Ist also auch wieder eine Verbalpartikel, die direkt an das Prädikat angeschlossen wird. Und es drückt halt aus, dass man etwas schon mal gemacht hat und dass man eine gewisse Erfahrung schon mal gesammelt hat. Darunter steht die verneinte Variante, Wo cong lai mei you qu guo ri ben. Und da ist eine Besonderheit von guo. Und zwar, es wird auch, so wie alle Aspekte, mit mei you verneint, fällt dann aber nicht weg, das bleibt bestehen. Wo cong lai mei you qu guo ri ben. Ich war noch niemals in Japan. Da haben wir die Verneinung des Aspektes mit mei you und die Erhaltung des Zeichens guo hinter dem Prädikat. Das ist besonders und das ist die einzige Aspektspartikel, bei der das vorkommt. Das sollte man sich auf jeden Fall merken. Also gleich in der Hinsicht, dass es mit Mayo verneint wird, unterschiedlich in der Hinsicht, dass es nicht vom Mayo geschluckt wird. Der dritte Aspekt, den wir haben, oder eigentlich der zweite, weil das erste bei der jetzt Perfektiv war, ist der Durativ. Das heißt also, da wird ein Andauern angezeigt oder ein länger anhaltender Zustand. Als Beispiel, Men shang xie zhe xian ren nian jin. Men shang, auf der Tür, xie zhe, steht geschrieben, also jemand hat es draufgeschrieben und die Schrift ist natürlich längerfristig da, entsprechend ist es ein durativer Aspekt. Xian ren nian jin, Unbefugten ist der Zutritt verboten. Das kann man jetzt für alle möglichen Sachen benutzen, wo irgendwas längerfristig ist, wie zum Beispiel in dem Raum sind 3 Bilder aufgehangen oder auf dem Kleiderständer hängt schon seit ewig diese Jacke rum. Man kann das aber auch benutzen, um eine Handlung mit einem in adverbialer Art und Weise näher zu bestimmen. Dafür ist hier der zweite Beispielsatz. Ta mang zhe gong zuo. Also sie, indem sie längerfristig und dauerhaft fleißig oder beschäftigt ist, arbeitet. Kann man im Deutschen nicht unbedingt so rüberbringen, ist aber im Chinesischen eine durchaus gängige Konstruktion. Also sie arbeitet, indem sie längerfristig angestrengt oder fleißig oder beschäftigt ist. Auch davon gibt es eine Verneinung, die wird aber ehrlich gesagt extremst selten genutzt. Trotzdem kann man sie sich merken, denn sie ist einfach und regelmäßig, denn auch die Verneinung des Durativs wird mit Mayo gebildet. Xiao Hai, Mayo Zhui Guo Ma Lu. Also das Kind, ohne sich in dem Zustand zu befinden, längerfristig aufzupassen. Guo überquert Malu, die Straße. Ich hoffe, ich war da jetzt nicht zu schrecklich vor. Ich habe mich die ganze Zeit auf den Zettel geguckt und nicht auf das Kamerabild. Also das Kind. Meiyou Zhuyi. Das ist dann entsprechend die Verneinung. Zhuyi kann ja so Achtung, Vorsicht heißen oder auch auf etwas Acht geben oder vorsichtig sein. Hier ist es eine verbale Verwendung. Das heißt also, dass das hier, dieses Meiyou Zhuyi, ein verneintes Zhe ist. Also ohne halt während des Vorgangs des Straßeüberquerens aufzupassen, und die Straße zu überqueren ist ja nichts, was in einem Augenblick passiert. Also während es sich in diesen
Nicht-Achtungszustand befindet, überquert es die Straße. Unser letzter Aspekt ist der Progressiv. Das ist also die Form des Andauerns bzw. Form der längerfristigen Ausführung einer Handlung. Und die ist ein bisschen komplizierter, weil die verhältnismäßig flexibel ist. Und zwar nicht dadurch, dass die irgendwie sich sonst wo verstecken kann, sondern dadurch, dass die einfach verschiedene Formen haben kann. Grundmuster habe ich aufgeschrieben, das ist Zheng Zai, irgendwas, ne. So, das Zheng Zai steht unmittelbar vor dem Prädikat des Verbs. Das ne ist eine Satzschlusspartikel und steht entsprechend am Schluss des Satzes. Ich habe verschiedene Beispiele gemacht. Es ist nämlich so, dass nicht jeder dieser Bestandteile vorkommen muss, um den Progressiv zu bilden. Man kann den Progressiv auch bilden nur mit sei, nur mit ne, nur mit zheng sei oder mit sei und ne und ohne zheng. Das heißt, es gehen eigentlich alle Kombinationen. Das Einzige, was nicht geht, ist zheng alleine. Also wenn man einen zheng drin haben will, dann immer in Verbindung mit zheng sei. Gut. Erster Beispielsatz, da nehmen wir mal den, den ich an zweiter Stelle hier geschrieben habe, mit der kompletten Konstruktion. Zheng zai xia da yu ne. Also es ist gerade am Schütten oder es ist gerade am Gießen. Zheng zai steht vor dem Prädikat des Satzes und ne steht als Satzschlusspartikel am Ende des Satzes. Dann springen wir als nächstes zum vorderen Beispielsatz hier. Das ist die etwas reduzierte Version. Ta zai lin yu ne. Er ist gerade dabei zu duschen. Er duscht gerade. Wie wir hier sehen, ist das Zheng weggelassen und hier steht einfach zai und ne. Und dann haben wir hier noch eine ganz reduzierte Version. Wo zai kan dian shi. Ich bin gerade dabei, fernzusehen. Und andere Version habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, wäre dann wo kan dian shi ne. Das geht auch und wäre auch ein korrekter und vollständiger Progressiv. Das heißt also, ja, einerseits ist es vielleicht ein bisschen schwerer, weil man es dann ungefähr erkennen muss oder unbedingt erkennen muss in der entsprechenden Situation. Andererseits ist es wieder leichter, weil man verschiedene Möglichkeiten hat, dasselbe auszudrücken. Was aber immer stimmt, ist die Form, dass das Zheng Zai oder das Zai immer vorm Prädikat steht und das Ne immer am Satzende. Auch der Progressiv wird mit Mayo verneint, kommt aber ehrlich gesagt selten vor. Ich habe jetzt mal einen Beispielsatz gemacht, dazu muss ich aber einen Kontext erzählen, weil das ansonsten keinen Sinn ergibt. Stellen wir uns vor, ein Mensch ruft bei Frau Ma an und Frau Ma geht nicht ans Telefon, sondern irgendjemand anders. Und dieser Mensch sagt jetzt, Mensch, was macht denn die Frau Ma gerade? Ist die gerade dabei zu schlafen? Mit progressivem Aspekt. Dann könnte derjenige, der gerade am Telefon ist, sagen, Ma xiao jie, zhu qu le. Also, Frau Ma ist gerade weggegangen oder rausgegangen oder was weiß ich nicht was. Sie ist auf jeden Fall nicht zu Hause. Ta meiyou shui jiao. Und dann wäre dieses Mayo rückbezüglich auf den progressiven Aspekt der Frage. Das heißt also, sie ist gerade nicht dabei zu schlafen. Ja, wie gesagt, das musste man jetzt vorher erklären, damit das Sinn ergibt. Es ist nämlich theoretisch auf jeden Fall möglich, auch den Progressiv zu verneinen. Und es wird dann selbstverständlich auch mit Mayo gemacht. So wie bei den anderen Aspekten auch. Aber es kommt auch sehr selten vor, genauso wie es bei J selten vorkommt. Fassen wir also zusammen. Jeder Aspekt hat seine feste Position im Platz, im Satz. Entschuldigung. Le und Guo stehen ja, wie gesagt, hinter dem Prädikat. J, der Durativ, steht auch hinter dem Prädikat. Und der Progressiv steht vor dem Prädikat Zheng Zai bzw. Zai und oder am Satzende Ne, die Satzschlusspartikel. Und der Progressiv ist flexibel,
halt nicht in Bezug auf seine Position im Satz, sondern darauf, welches Element von ihm man jetzt verwenden möchte. Die Negation erfolgt durch Mayo in allen vier Fällen, also bei allen drei Aspekten. Und es ist in jedem Fall, außer beim Gur, so, dass Mayo den Aspektmarker schluckt. Das heißt also, Mayo bei Aspektsverneinung steht nicht mit dem Aspektspartikel oder der Aspektskonstruktion, wenn wir uns jetzt das hier angucken, zusammen, außer beim Aspekt der Abgeschlossenheit Nummer 2, nämlich Gur. Da ist es tatsächlich Mayo Verb Gur. Aber alle anderen kommen dann ohne aus.